Museum Mura ist das Museum, über wo volkskundliche Gegenstände ausstellt und präsentiert. Und zwar sind das Gegenstände, Objekte von unseren Vorfahren, aus dem Alltagsleben, vom Überwohnen bis hin zum Arbeiten, Gewerbe- und Landwirtschaftsgerätschaften. Die momentane Dauerausstellung heißt «Alles im Dorf», «Alles im Dorf». Und das bedeutet, wir zeigen hier, was vor 100, zurück bis 1860, 1880, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, sagen wir hier, das Leben, Kleingewerbe in Bild, in kleinen Schauobjekten, was man dort, wo man eingekauft hat, und der Wirtschaftszweig aus ihrer Zeit. Also Wirtschaftszweig ist sehr gering, es hat viel Gewerbe, wo heute ausgestorben ist, wo wir hier präsentieren, wie Sennerei mit Käse und die ganzen Ofen-Hatant-Jema-Läden haben sich total verändert. Und andere Gewerbe wie der Schuhmacher und die Schneiderei, die einfache und so weiter. Da haben wir einiges zum sagen. In den Räumen kann man auch weiter noch Dauerausstellungen sehen, zum Beispiel das Wohnen von unseren Vorfahren, ein Klassenzimmer aus dem Schulalltag von unseren Grosseltern, sagen wir. Und dann haben wir einen Aufenthaltsraum da, wo man sich trifft für Anlässe oder jetzt wie heute für das Reisezielmuseum, wo wir die Aktion mitgemacht haben und wo Kinder einen Schlüsselanhänger basteln. Darum ist heute sehr viel Leben und Bewegung und ja, Kinder stimmen da, sehr schön. Und dann haben wir noch, wenn wir weitergehen, ein Lager, das Depot. Und dort sagen wir viel Gewerbe, wo es ausgestorben ist, wo es heute nur mehr gibt. In dem Ausmaß, wie man dort geschafft hat, mit einem Gerät, wo man dort hatte, sind hier jetzt alle enthalten und die gehen zurück bis 150 Jahre. Ja, wir haben jetzt, sind langsam bekannt, glaube ich, auch weit über Grenzen aus. Es kommen sehr viele Leute aus dem Vorarlberg. Und ich wünsche mir für das Museum, dass es weiter im Aufschwung lebt und dass wir weiter so schöne Besuche überkommen hier im Museum Mura.